Der Hype um FIFA 21 ist riesig. So gut wie jeder zockt das Spiel. Letztes Jahr wurden 1,5 Millionen Exemplare alleine in Deutschland verkauft und das innerhalb von 3 Monaten. Lasst uns jetzt mal über den Karrieremodus reden. Als Manager kann man alte Traditionsvereine zurück zum Erfolg führen. Zum Beispiel den 1. FC Kaiserslautern, den TSV 1860 München oder Dynamo Dresden. Von der 3. Liga zack zurück in die Bundesliga. Wichtig sind hier smarte Transfers. Rohdiamanten kaufen, entwickeln und zu Stars machen. Ich zeige euch jetzt 5 Talente, die in Deutschland kicken und ein riesiges Potenzial haben. Die braucht ihr dringend im Karrieremodus. Los geht's. Eine Sache vorneweg, Leute. Ihr seht es ja schon, es gibt ein neues Set und endlich habe ich einen Platz gefunden für den Play-Button für 100.000 Abonnenten. Vielleicht kommen ja heute noch 1 oder 2 dazu. Wenn ihr neu hier auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da und jetzt zeige ich euch noch was, denn das hier ist das normale Set. Da gibt es die normalen Analysen dann jede Woche zu sehen. Also genug behind the scenes, jetzt kommen wir mal wieder zu den Talenten. Starten wir mit Platz 5. Lilian Egloff vom VfB Stuttgart. Im offensiven Mittelfeld spielt er. Die aktuelle Wertung ist 59, das Potenzial liegt bei 81. Er ist ein Schnäppchen, der FIFA-Marktwert liegt bei 700.000 Euro. Blicken wir als erstes mal auf den echten Spieler, sprich im Real Life. Seine große Stärke ist der Fußball-IQ. Er kann das Spiel lesen, im Kopf ist er meistens schneller als der Gegner. Blitzschnell trifft er die richtigen Entscheidungen. Dazu weiß er, wie man sich durchbeißt. Das hat er in der Jugend gelernt. Egal wie groß oder breit der Gegner ist, Egloff kommt vorbei. Als 16-Jähriger debütierte er bereits in der U19, sprich er war einer der Jüngsten und die Gegner waren zum Teil 3 Jahre älter als er. Im Jugendfußball sind das Lichtjahre, im Wachstum waren die einfach schon viel weiter. Aber überhaupt kein Problem. Lob gab es deshalb auch von Sportchef Thomas Hitzlsperger. Zitat: Seit ich wieder hier bin, ist er der erste Spieler, bei dem ich denke, der hat was Besonderes. Ja, Lilian Egloff ist ein Juwel im Mittelfeld. In der 2. Bundesliga durfte der Junge schon Luft schnuppern. Insgesamt 41 Minuten spielt er. Gegen den SV Sandhausen bereitete er sogar einen Treffer vor. Blick mal jetzt mal auf seine FIFA-Werte. Am besten ist, logischerweise, die Beweglichkeit 73 und die Balance 71. Er ist ein Allrounder in der Offensive. Falls ihr also einen Kreativkopf braucht, der agil ist, holt ihn definitiv. Platz 4, Malik Tillmann vom FC Bayern. Seine aktuelle Wertung ist 61, das Potenzial liegt bei 81. Falls ihr einen kantigen Stürmer braucht, ist er genau der Richtige. Der Junge kann nämlich die Bälle abschirmen, sein Körper ist relativ breit. Jede freie Minute ist Tillmann nämlich im Fitnessstudio. So hat er den Sprung vom Jugend- in den Männerfußball gepackt. Seine Stärke ist der absolute Torriecher. Die Bilanz in der 3. Liga ist krass. 8 Spiele, 5 Tore in der letzten Saison. Er steht halt immer richtig und er ist frech. Gegen Waldhof Mannheim luchste Tillmann zum Beispiel dem Torhüter den Ball ab und netzte dann ein. Kurios ist, der Sturm ist gar nicht seine Lieblingsposition. Tillmann könnte auch als 8er oder 10er im Mittelfeld spielen. Da ist sein Vorbild Paul Pogba. Ihr Spielstil ist relativ ähnlich. Verbessern muss er noch die Dynamik, sprich das Tempo im Spiel zu variieren. Im neuen Karrieremodus kann man ja Talente umschulen. Falls ihr einen guten Stürmer braucht, holt ihn definitiv. Falls ihr aber einen guten Mittelfeldspieler braucht, könnt ihr ihn auch verpflichten. Sein Marktwert liegt bei ca. 900.000 Euro. Das ist bezahlbar und diese Vielseitigkeit ist eine richtig große Stärke. Platz 3. Flügelstürmer Xavier Amaechi vom Hamburger SV. Seine aktuelle Wertung ist 60, das Potenzial liegt bei 80. Extra aus England ist der Junge gekommen, um Spielpraxis zu haben. Die Bundesliga, beziehungsweise ja in diesem Fall die 2. Liga, haben halt einen sehr guten Ruf. Stark ist Amaechi in den 1-gegen-1-Duellen. Mit Tempo will er am Gegner vorbei, aber diese PS hat er bis jetzt noch nicht beim HSV auf die Straße gebracht. Das Problem, oft wirkt er zu hektisch beziehungsweise unsicher. Zu lange hat er gebraucht, um eine Entscheidung zu treffen. Und zack, war der Ball weg. Potenzial ist trotzdem definitiv da. Er ist eine Granate. Der HSV hat für ihn tief in die Tasche gegriffen. Eine Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro bezahlte man an den FC Arsenal. Keine Sorge, virtuell ist er deutlich günstiger. Der Marktwert liegt bei 700.000 Euro. Realistisch wäre in FIFA jetzt eine Leihe plus Kaufoptionen. Blicken wir mal auf seine FIFA-Werte. 77 Sprinttempo hat er, das ist stark. Noch besser ist, er hat 4 Sterne mit dem schwachen Fuß und 3 Sterne im Dribbling. Also mit ihm kann man richtig gut kicken. Falls ihr so eine Art Mini-Sancho haben wollt, ja, dann holt ihn euch. Platz 2, Flügelstürmer Paul Nebel von Mainz 05.
Seine aktuelle Wertung ist 62, das Potenzial liegt bei 83. Nebel ist der jüngste Mainzer Bundesligaspieler aller Zeiten. Er ist ein Instinktfußballer, total unbekümmert, sehr wendig, er kann total schnell die Richtung wechseln. Das liegt unter anderem auch an seiner Größe. Nur 1,69 Meter ist er groß. Er wuselt sich da einfach an den Gegnern vorbei. Dazu meinte Ex-Trainer Achim Beierlorzer über ihn, Zitat: "Was mir ebenfalls gefällt, er ist laut, kommuniziert viel, der Junge hat Qualität." Vergessen darf man hier nicht, er ist ein guter Standardschütze. In der U19 hat Nebel mal eine Ecke direkt verwandelt. Seine Bilanz in der A-Jugend letzte Saison: 13 Vorlagen und 5 Tore. Im Schnitt war er fast bei jedem Spiel an einem Tor beteiligt. Bei Mainz 05 hat Paul Nebel einen Profivertrag bis 2024 unterschrieben. Blicken wir jetzt mal auf seine FIFA-Werte. Da sieht's wie im echten Leben aus. 85 bei Balance, 79 bei Beweglichkeit. Paul Nebel ist flink, er kann gut dribbeln. Günstig ist er aber nicht. Der FIFA-Marktwert liegt bei 1,2 Millionen Euro und trotzdem, merkt euch mal diesen Namen. Und Platz 1, Linksverteidiger Luca Netz von Hertha BSC. Seine aktuelle Wertung ist 63, das Potenzial liegt bei 86. Die Fritz-Walter-Medaille in Bronze hat er vor kurzem bekommen, sprich, Netz ist das drittgrößte deutsche Talent in seinem Jahrgang. Seine Stärke ist Flankenschlagen, gerne mit dem linken Fuß. Mit Schnitt bringt er die in die Mitte. Generell ackert Netz viel, nonstop läuft er die Linie rauf und runter. Dazu hat er einen guten Zug zum Tor. In der U19 hat Netz mehrere Elfmeter rausgeholt. Fast hätte er sogar schon sein Debüt in der Bundesliga gefeiert. Netz stand bei den Hertha-Profis auf dem Zettel, saß sogar mal auf der Bank, aber zack, dann verletzte er sich und zog sich eine Fraktur am Mittelfuß zu. Genau zum falschen Zeitpunkt. Aber gar kein Problem, Luca Netz zählt zur goldenen Nachwuchsgeneration von Hertha BSC. In FIFA gibt es nicht so viele Außenverteidiger, die so viel Potenzial wie er haben. Blicken wir deshalb mal auf seine Werte. Faire Zweikämpfe sind seine Stärke. 77 ist da die Bewertung. Der Antritt hat 70, auch das ist okay. Das Sprinttempo ist 69. Kauft ihn, Leute, wenn ihr genug Budget habt. Aus ihm könnte ein virtueller Weltstar werden. Und so werdet ihr vielleicht sogar mit ihm deutscher Meister. Nicht alle Talente kann man sofort verpflichten. Malik Tillmann und Paul Nebel sind gesperrt, weil sie eben noch ganz frisch mit dabei sind. Merkt euch aber definitiv für später. Luca Netz, Lilian Egloff und Xavier Amaechi sind dafür günstig zu haben. Manchmal mit einer Ausstiegsklausel, manchmal aber nicht. Auf jeden Fall sind sie sofort verfügbar. Mit diesen Talenten hättet ihr also schon mal eine gute Achse im Team, um am Ende auch Erfolg zu haben. Nun ja, viele von euch wissen es wahrscheinlich, ich bin auch Wrestling-Kommentator. Wie das im Detail klingt, könnt ihr im aktuellen Video von Das schaffst du nie hören. Marc, also der Münchner Löwe, bekam da so richtig auf die Schnauze. Zieht es euch rein, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.